Moin Leute, Irfan, immer noch zu Besuch zum Interview, vierter Teil. Ich freue mich, dass ihr nach wie vor dabei seid. Ich habe viel Spaß, nach Irfans Lebensgeschichte zu fragen. Ich hoffe, dass das auch einen Mehrwert für viele darstellt, das zu verstehen, wie das funktioniert und so. Also immer wieder großen Respekt an dich, Irfan, dass du dich dem so stellst, dass du dich da auch so engagierst und so offen damit umgehst. Das ist nicht immer ganz einfach, weil viele reduzieren dich bestimmt auch immer das auf das, was du mal warst. Das kenne ich natürlich auch, können wir nachher noch darauf zu sprechen kommen. Im dritten Teil haben wir aufgehört mit dem Thema Hausdurchsuchung wegen GIMF, wegen der Propagandaorganisation Al-Qaida in Europa. Die Videos, die du aus deinem Kinderzimmer sozusagen gemacht hast, Polizei stürmt rein, Eltern erschrocken, wussten ja nicht wirklich, was abgeht. Du wurdest jetzt aus dem Polizeirevier trotzdem nach 6 Stunden Verhör entlassen. Hattest du einen Anwalt dabei? Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Ich habe ja nie ohne Anwalt gearbeitet, aber da kann man auch viel Geld loswerden und wenig Leistungen manchmal kriegen. Das ist auch so eine Sache. Diese 6 Stunden Verhör würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen. Was wird da so gefragt? Ja, erstmal zu einem selbst, so zur Person, Angaben und so weiter. Und ja, so ganz komische Fragen. Natürlich viel Vorhalte, wo man sagt, ach, ja. Das und das wissen wir. Ja, genau sowas. Ja, sie waren doch da und da oder waren sie nicht oder wo waren sie zu dem und dem Zeitpunkt? Kennen sie den und den und so weiter? Auch dann so ganz komische, so wo ich mich echt darüber lustig gemacht habe, so. Keine Ahnung, so religiöse Fragen, ja, wie sehen sie das und das oder so, weißt du, so, wo ich gedacht habe, hä, was spielt das jetzt für eine Rolle, so, also so eine Art, wie oft beten sie oder sowas. Ah, okay, ich hätte jetzt dazu auch eine ganz eine klassische Frage, die ich jetzt dazu hätte, ist, kam da jetzt so ein bayerischer Polizist rein, der noch so Weißwurst und Bier morgens noch getrunken hat oder ja, also so ein bisschen Klischee will ich jetzt auch hier reinbringen, ja. Oder hast du schon gemerkt, okay, das ist hier andere Polizei, hier sind andere? Ey, das waren schon Profis, also da kam nicht so der Dorfpolizist, sondern da waren schon Leute, ich weiß nicht mehr von wo, aber ich vermute, dass damals schon vom Verfassungsschutz welche da waren, aber LKA, Kriminalpolizei, natürlich war da auch zum Beispiel einer da, der schreibt, wo du merkst, der hat keine Ahnung vom Thema, okay. Und der andere, der die Fragen stellt, hat schon mehr Ahnung vom Thema, also man merkt, die sind nicht alle in dem Thema drin, ja, unterstützen jetzt bloß hier nur wegen der Wohnung, für die Wohnungsdurchsuchung und sowas. Und aber klar, die haben natürlich ihre Experten, die sehr genau geschaut. Okay, jetzt ist nach 6 Stunden das zu Ende und dann wird dir gesagt, okay, ja, das war's. Tschüss. Genau. Raus, in Unterhose, T-Shirt, Polizeirevier. Genau, nach Hause laufen so und dann natürlich erstmal Stress mit Eltern gehabt, ja. Schlimmste Befürchtung, alles hat sich bestätigt, was sie mir sozusagen unterstellt oder vorgeworfen haben. Ja, okay. Was die vorhergesehen haben, wie es enden wird. Ja, Tränen. Obwohl es noch nicht geendet hat. Ja, klar, Tränen und sowas, ja. War alles ziemlich schlimm. Und ja, das hat mich dann bestärkt, dass ich sage, hey, jetzt muss ich erst recht, jetzt müssen wir uns erst recht um die Ausreise kümmern, weil irgendwas haben die ja gegen mich in der Hand. Anscheinend nicht so viel, um mich direkt ins Gefängnis zu schicken, aber irgendwas schon. Also ich bin auf jeden Fall unter Beobachtung, kann da nicht viel machen. Also jetzt Turbo hier schnell mit Ausreise organisieren und sowas. Ja, und dann hattest du eine Unterstützung danach erfahren von der Gruppe, dass sie gehört haben, das waren Hausdurchsuchungen und ja, aber nicht so sehr, wie man gedacht hat. Da kam schon so dieses erste Gemeinschaftliche so ein bisschen ins Bröckeln, so wo ich gemerkt habe, so der eine meldet sich dann auf einmal nicht mehr, der andere so, ja, lass ein bisschen Abstand, dann okay. Der andere, hey, lass uns nicht mehr treffen jetzt fürs Erste und so, weißt du, so, wo ich gemerkt habe, das ist einfach nur Angst und Feigheit, aber der das so verkaufen will als konspirativ, jetzt dürfen wir uns erstmal nicht mehr treffen, okay. Und sowas, weißt du, ich habe halt gedacht, mit was habt ihr gerechnet, das war doch klar, dass das dazu kommen wird und sowas, Was soll das jetzt bringen? Sollen wir uns jetzt einschüchtern lassen wegen so einer Hausdurchsuchung und sowas? Aber das hat mir schon erste Zweifel dann gemacht, wie standfest überhaupt die ganzen anderen sind. So. Okay. Das hat mir schon so dann ein paar Sachen gezeigt. Und ja, dann weiter um Ausreise gekümmert. Und dann nicht lange danach, nach ein paar Wochen, kommen zwei
Kripo, bayerische Kripo-Leute zu mir nach Hause. Geklingelt ganz normal? Ganz normal geklingelt. Ne, davor kam, das war jetzt SEK. Das war SEK. Die vorherige Hausdurchsuchung, genau. Okay. In Bezug auf Gimpfpropaganda. Ja. Danach kam ja das, was ich erzählt habe, Handyladengeschichte. Ah, okay. Und nach einer Woche gab es wieder eine Wohnungsdurchsuchung wegen der Handyladengeschichte. Aber diesmal ohne SEK. Ja. Meine Eltern waren im Urlaub, ich war in deren Wohnung, habe da noch Leute eingeladen, da haben wir geschlafen zu viert, fünft und sowas. Und dann war diese Handyladengeschichte und der Kollege und so in Frankfurt, die da zu Besuch waren, sind wieder abgereist und ich war allein in der Wohnung. Und dann eines Morgens wieder, ich höre nur so, bam, Tür geht auf, ich schaff's noch so, mich umzudrehen und ich sehe, wie ein Polizist so Anlauf nimmt und dann mir mit seinem Knie so direkt in den Nacken springt, wieder mit Kabelbinder festgenommen und sowas, diesmal ein bisschen lockerer, ohne SEK, ich konnte mich auch anziehen und sowas. Ich habe nur irgendwelche Hunde, so ein Hund war da, irgendein Spürhund, ja, wozu der Hund und sowas. Mit Drogen hatte ich nie was zu tun, kann ja nur Sprengstoff-Spürhund oder sowas sein, was soll es sonst sein. So. Und dann wieder aufs Revier und so. Und dann wieder vernommen. Und diesmal waren zwei bayerische Beamte, die mich vernommen haben. Und dann war noch ein dritter dabei, der spielt dann eine wichtige Rolle, ein ganz junger, hat aber so einen komischen Akzent geschaut, also kein Bayerisch. So, das konnte ich irgendwie nicht so erkennen, was das ist mit Käppi und so. Ich dachte irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Praktikant oder auf Probe oder sowas. Ja. Ich dachte, der ist nicht so wichtig. Und später wird er dann wichtig. Und dann wieder haben die mich vernommen, ich habe nicht viel gesagt, dann haben die mich wieder gelassen und war ich wieder zu Hause. Und dann habe ich gedacht, ach, die Sache ist schon gegessen. So. Und dann nach 2-3 Tagen kommen die dann ganz normal an die Tür geklingelt, zwei bayerische Beamte. Ja, wir hätten da, komm noch mal kurz mit, wir hätten da nur noch mal ein paar Fragen. Meine Eltern waren da, mein Vater, ja, was gibt's? Ja, nee, wir haben nur noch ein paar Formalitäten, kommt gleich wieder und sowas. Und ich dachte, ja, okay, passiert nichts. Bin ich mit denen mit zum Polizeirevier, wieder vernommen und dann sagt er, ja, der Staatsanwalt, du kommst jetzt erstmal in U-Haft. So. Und ich war natürlich geschockt, weil da, wo ich gerechnet habe, dass ich in U-Haft komme, bin ich nicht raus. Gekommen. Zweimal raus und dann beim dritten Mal, so, wo ich gedacht habe, so, boah, ja, hoffentlich ist das Essen dann noch warm, wenn ich zu Hause bin, auf einmal kommt der mit U-Haft und so. Denke ich mir, scheiße und sowas. Wie hast du die nachher so aufgenommen? Was war deine Gefühlslage, wenn man sagt, es geht jetzt in U-Haft? Beschissen, boah, beschissen, Alter. Depression, aber richtig Depression. So. Das Problem, da war auch Ramadan und ich habe gefastet. Und dann bin ich erstmal in die Zelle gekommen, Polizeirevier Weiden unten, braune Fliesen, dieses Gitter dazwischen, dieses Holzbett, das ist so ein Holzdings so. Ein Holzkissen. Eine Toilette, aber kein Waschbecken zum Händewaschen. Ja. Weil ich bin halt, weißt du, so, Hygiene und so halt extrem wichtig. So. Und ich so, ey, ich gehe jetzt aufs Klo, mit was soll ich mir in die Hände waschen und sowas. Ich voll hungrig gefastet und sowas. Und dann kommt dann, später kommt dann, höre ich den Dings kommen, Polizist macht auf, mein Vater und ein Anwalt ist da. Und ja, so und so, ja, so sagt der Anwalt, mach dir keine Sorgen. Morgen bist du wieder da. Morgen früh bist du wieder draußen. Mein Vater bringt mir so eine Tupperwarenschüssel mit, so mit Essen, so Reis, Fleisch und sowas. Und der so, ja, morgen kommst du wieder raus und so. Und ja, Nacht richtig Horror, so Kopfschmerzen, kannst nicht einschlafen. Ich dann noch ein bisschen gewartet, bis Fastenzeit-Dings ist, dann Fasten gebrochen, wie so ein, keine Ahnung, Essen mit Händen, so den Reis, weiß nicht, wo ich meine Hände abwaschen soll, aber extrem hungrig so, gegessen. Dann nächste Früh, dieser, wie nennt man, Hafttermin, ob du Untersuchungshaft kommst oder nicht. Dann fahren die mich zum Gericht, da kommt der Anwalt. Aber hat der Haftrichter dir noch eine Chance gegeben, dich zu äußern? Ja, das kommt jetzt. Achso, okay. Fahren die mich zum Gericht. Ich sehe da meine Mutter, meine Schwester, so verweinte Augen und so, denke ich, oh Gott, ey, nur Kopfschmerzen und sowas. Gehe ich so rein in diesen Gerichtssaal, ein Riesenkreuz so. Und der Richter kommt rein und das hat so alles so bestätigt, meine ganzen Vorurteile, wie so vor dem Inquisitionsgericht. Ja. So. Ich, der Moslem, gehe ein Riesenkreuz, so ein mittelalterlich aussehender bayerischer Richter kommt so rein. Und dann sagen die, ja, so und so und was weiß ich.
Und dann der Anwalt auf einmal ganz anders. So, da hat er mir noch gesagt, ja, du kommst raus. Und auf einmal so, da, Herr Pizzi, was haben Sie denn noch angerichtet? Irgendjemand, da ist, steckt noch was ganz anderes dahinter. Und er hat nur die Handyladengeschichte so, okay. Hat gar nicht gewusst, wer da noch dahinter dieses... Ach, der kam und hat gedacht, es geht nur um diese Handyladen. Es geht nur um die Handyladen. Er hat gesagt, hey, du hast eine Sachbeschädigung, kommst nicht in Urhaftung, Sachbeschädigung und sowas. Und hat er gemerkt, auf einmal ist da Riesendruck, wichtige Sache. Und er wusste nicht, was... Und ich so auf dumm getan, ich sagte mich vertraut, ich so, nee, wegen was denn und so. Denn nein, nein, da ist irgendwas ganz anderes und so, sieht schlecht aus, bla bla. Ja, du kommst in U-Haft. Nee, okay. Gehe ich so raus, meine Mutter und meine Schwester sind da, ich so in Handschellen, die zwei Polizisten waren auch nicht so die freundlichsten, umarme ich so meine Mutter, die weint. Und dann der eine Polizist wird grob und zieht mich so, ja, reicht jetzt, kommt jetzt, komm jetzt mit. Ich reflexartig, gib ihm mit Ellbogen eine, dann kommt der andere, bam, schlagen auf mich ein. Es waren ältere Leute, ich hätte die auch mit Handschellen so fertig, aber weiß meine Mutter, hör auf, mach nix und so weiter. Ja, was bringt nix und so. Ich so, ja, okay, komm, hier haben die noch ein paar Mal zugeschlagen, hier mich in den Fahrstuhl da gezerrt, dann hat der eine irgend so ein Dings gehabt, mit Absicht den Arm verdreht, ich ihn noch weiter provoziert, komm, fester und so weiter, was ist los und so. Und dann mich in die JVA Weiden gebracht und dann sind die Polizisten zu den Wärtern, haben die einen Eintrag gemacht, dass ich Beamte angegriffen habe. Sicherheits. Und dann die Wärter so, ach so, so einer bist du, ja, dir bringen wir jetzt schon Banieren bei und so, so richtig Einschüchterung vom Feinsten so. Und dann übliche Prozedur, weißt dort auch rein, mal. Aufnahme, ausziehen und so weiter. Also das kann jeder dann in der Klassenserie reingucken, genau. Aber da waren noch so krassere Sachen, so, wo ich richtig so geschockt war, sagt erzähl der eine Sie. Zum Beispiel, sagt der eine, sagt der, ja, du gehst jetzt so erstmal nackt ausziehen, bücken, weißt du alles, was dir schon erzählt. Ja, in der Dusche, da warten jetzt ein paar Schwarze auf dich. Oder Neger hat er sogar gesagt, da warten jetzt ein paar Neger auf dich und so. Ich habe mich nicht so einschüchtern lassen, aber ich habe gedacht, boah, schon, weil ich bis dahin immer so ein Bild hat, so, Deutschland ist echt immer so rechtsstaatlich und da gibt es nicht so eine Scheiße wie bei uns. Ja. Und dann habe ich immer mehr gesehen, da gibt es auch prügelnde Polizisten, Wärter und so weiter, weißt. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber gibt es auch in Deutschland so. Ja, und dann bin ich erstmal bin ich reingegangen, ich war in so einer Gemeinschaftszelle mit zwei Rumänen, konnten kein Deutsch, so voll Katastrophe mit denen, Hygiene richtig schlecht und so. Das war meine Welt auch. Richtig also. Horror mit denen, weißt, Toilette, dieselbe Toilette benutzen und so, boah, das war für mich schlimmer als Freiheitsentzug, war für mich die Toilette mit denen. Die war für mich auch ein Riesenproblem im Stadt. Das war echt so schlimm, ja, dann also, das Essen, dort ist kein Hotel, denk dran, kein Hotel. Das Essen da und keine Ahnung, so richtig, boah, ekelhaft, einfach Junkies, nur kaputte Leute, so. Und dann war ich erstmal da als ganz normaler Häftling wegen Körperverletzung, die anderen wissen nichts. Da habe ich so ein bisschen eingelebt, das war ja in Weiden, ich kannte da ein paar. Ich war 2 Monate da, ganz normaler Häftling, ich kannte da so ein paar Albaner, die ich von draußen kannte, so waren noch befreundet und so. Und da war ich dann so trainiert und hier Simpsons im Aufenthaltsraum geguckt und ging so. War schon hart, aber ging so. Und dann eines Tages, ich ganz normal in meiner Zelle, weil ich war mit so einem Italiener in einer Zelle, kommt der Wärter rein und sagt, ja, PC, komm mal mit und so. Dann komme ich und sage, was will denn das BKA von dir? Ich weiß, sehe ich keine Ahnung. Und so, ja, da ist das BKA. Keine Ahnung. Ich so, scheiße. Und ich habe die ganze Zeit in den 2 Monaten gegrübelt, wird es ein Nachspiel haben mit dieser ganzen Propaganda-Scheiße oder nicht. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es kein, aber ich habe mir so blind eingeredet, dass ich rauskomme. Meine Eltern sind so zu Besuch gekommen und ich so, ah nee, das ist nur Körperverletzung, macht euch keine Sorgen, ein paar Monate komme ich raus und so. Und dann führen die mich rein und auf einmal, wen sehe ich als BKA-Beamten, diesen Dritten da mit dem Käppi, den Jungen, der nicht da reingepasst hat, der war schon damals dabei und dann stellt er sich vor, ja, BKA-Beamte so und so, ich weiß sogar seinen Namen noch. Ja, der Generalbundesanwalt hat ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, bla bla, noch irgendwelche Sachen. Ich glaube, Aufruf, Mord. Ich habe gegen so einen Mordaufruf gemacht gegen so eine Politikerin wegen Mohammed-Karikaturen und sowas. Okay. Mordaufruf. Aufruf zu Brand, bla, keine Ahnung. Die haben mit hast du das aber auch noch im Hinterkopf, dass das so alles kommen könnte oder hast du es verdrängt? Ja, ich habe gedacht, das ist Worst-Case-Szenario und dann ist richtig das schlimmste Dings ist dann eingetroffen. So.
Und dann, die waren auch beide aus Berlin so, haben mich vernommen und ich so auf blöd getan, ne, weiß von nix. Und dann zeigte mir so ein Dings, so die Anklageschrift. Ich, scheiße, da steht alles von A bis Z, alles aufgelistet. Ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und so. Und dann die so, ja, wir gehen morgen, fahren wir zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe und so weiter. Ich so, ja, alles klar. Und dann gehe ich zurück in die Zelle und es war, gab ja Aufschluss bis 18 Uhr. Und ich will raus, die so, nein, 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 du bleibst jetzt in deiner Zelle. Ich, warum? Und sie sagte, nein, neue Regelung, du wirst komplett isoliert und sowas. Morgen kommst du eh in ein anderes Gefängnis, weil für so Leute wie dich reichen so Gefängnisse nicht. Stimmung bei dir? Ich denke mir, was wollt ihr von mir? Ich bin 19-jähriger, sozusagen 19-jähriger Pisser so. Und da waren lauter so Psychos und Berufskriminelle. Und für mich ist das Gefängnis sozusagen, ich bin zu gefährlich fürs Gefängnis. Ja, richtig Depri und so, richtig am Arsch und ja, richtig deprimiert, weil ich jetzt so also diesen Zeitraum 4, 5, 6 Jahre so vor mir gesehen habe, so richtig kaputt. Und dann, ja, schlaflose Nacht natürlich, dann in der Früh, ja, du wirst jetzt abgeholt, pack deine Sachen, ich pack da meine Sachen, dann gehe ich so runter. Und dann kommen auf einmal so 2 Vermummte aus Spezialeinheit, schwarz mit so einem Gürtel und so ein Dings. Und dann bekomme ich Fußfesseln, so ein Gürtel und da nochmal Handschuhe, wie so Hannibal Lecter, muss so losgehen. So. Ich denke, boah, was machen die für einen Aufstand, als wäre ich hier so Bin Laden oder sowas. Ich gehe so raus, schau ich so 3 fette BMW-Limousinen, was weiß ich, 8, 9 so Vermummte, schwer bewaffnet und so. Ich in der Mitte vom Auto. Ein also hier war klar, es geht nicht mehr um Handy laden. Ja, das war mir klar. Dann ein Auto vor mir, ich sitze im mittleren, eins hinten. Ich sitze so hinten, einer neben mir, einer da, alles voll. Ich so mit Handschellen, Fußfesseln, alles. Und die reden gar nicht nur irgendwelche Codesprachen, bah, Operation, bla 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 und so. Nee, was? Das ist in so einem, wie so einem Film, fehlt nur noch, dass die mich jetzt nach Guantanamo schicken oder sowas. Ja, ja. Und dann die auf Autobahn, Blaulicht, 200, Sirene, fahren durch Nürnberg rein, alle Leute drehen sich so um, schauen, was geht da ab und so. Fahren mich direkt rein, JVA Nürnberg. Die schauen sogar, die Wärter kommen raus, gucken so, wer kommt da? Hannibal Lecter. Und dann kommen die Wärter. Na gut, zu diesem Zeitpunkt hast du es noch nicht aufgegeben, ne? Also da war es ja noch nicht, heute ist es, glaube ich. Nein, heute ist so normal Terrorverfahren. Damals war das so einmal im Jahr, wenn überhaupt. Naja, okay, so. Und das recht nicht in Bayern, eher so oben irgendwo, aber in Bayern ganz, ganz selten so. Und die haben, Bayern haben halt extrem empfindlich auf sowas reagiert. Naja. Dann übergeben die mich so weiter an die Wärter und da so Wärter, 2 vor mir, 2 hinter mir, sichern mich so überall hin ab und so und dann gehe ich auch wieder selbe Prozedur, anmelden, Fotos und so. Mhm. Und dann sagt der eine Wärter so, bringen die mich in so einen Raum, wieder voll mit Wärtern, dann, wen bringt ihr uns denn da? Und dann sagt der eine Wärter, das ist ein Freund von Bin Laden. Sag ich, ja, so, ja. Und dann, ich habe ganz normal kooperiert, keinen Stress gemacht, übliche Prozedur, duschen. Dann gehen wir immer tiefer und tiefer und tiefer und ich denke mir, wo komme ich jetzt hin? Auf einmal sehe ich Bunker, Arrestzelle. Ich so, warum Arrestzelle? Ich habe doch gar nichts gemacht und so. Die haben nicht mal ein Wort mit mir geredet, nur rein. Und dann komme ich in diese Bunker, Arrestzelle, ähnlich wie die im Polizeirevier. Ja. Braune Fliesen, Holzbett, keine Matratze, eine dünne, ganz grobe Baumwolldecke. So eine Pferdedecke, so hart, da ja. So eine Heizung. Ausgeschalten, ich habe gesagt, mir ist kalt, ne, die Heizung ist kaputt, kein Glas, nur so Plexi-Dings und ich musste so auf 10 raufklettern, damit ich so ein bisschen in den Hofgang gucken sollte. Also ja, der Bunker ist oft im Keller, Leute, da wird er oft hingesetzt, damit auch Gefangene dann da nicht zustecken können und so weiter, nicht so gut Kontaktaufnahme ist. Deswegen ist der Bunker auch versteckt zu einem Bereich, wo andere Gefangene nicht hinkommen. Genau, das war richtig ganz unten irgendwo in ein Exo, so, wo du den begraben kannst. So, da ist der begraben und fertig, so lebendig begraben. Und gegenüber von mir war noch einer im Bunker, so ein totaler Psycho, hat die ganze Nacht geschrien, gegen die Tür geschlagen, Kopf gegen Wand geschlagen, richtig krank. So, ich denke mir so, boah, wo bin ich gelandet? Ich war zu dem Zeitpunkt 19, muss ich mir vorstellen. Und das war echt hart dann. Und da war ich weiß nicht mehr wo, irgendwann habe ich das Zeitgefühl verloren. Weil ja, das habe ich schon öfters gehört, dass Leute im Bunker das Zeitgefühl verlieren. Hofgang wurde mir verweigert. Ich durfte nicht raus. Ich war 24 Stunden eingesperrt. Was eigentlich dein Recht ist. Ja. Radio habe ich keins bekommen. Zum Buch nur Alte Testament oder Neue Testament, keine Ahnung, Bibel zum Lesen.
kein Radio, kein Fernsehen, kein Kontakt, kein gar nichts. Und nur das Dings aufgemacht, das Tablett mit dem Essen rein, gegessen, wieder raus. Keiner hat mit mir geredet, kein Besuch, gar nichts kommt. Lebendig begraben, anders kann man das nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe Menschen schon gesehen, also der besonders gesicherte Haftraum wird oft genutzt, auch für Leute, die im Gefängnis schwer zu führen sind. Ne, die so mit Handys, Drogen und so zu tun haben, die werden dann oft auf den BGH geschickt, also besonders gesicherter Haftraum. Und ich habe Menschen gesehen, die dann nach 7 Tagen rauskommen und richtig an einer Klatsche haben. Ja. Also das ist sehr, sehr hart, also egal auf welche Strafe man macht, da muss man auch immer gucken, ist das zeitgemäß und so weiter. Also ich habe da Leute echt gesehen, die auch Selbstmordversuche und so haben, weil die das nicht ertragen. Also es gibt keine Interaktion, so wie Irfan gerade sagt. Ja, ich stelle mich schon krass vor, also ich habe das nicht erlebt. Und die Toilette war auch so ein Loch einfach da, ja, genau. Ein bisschen höher und dann so ein Loch, kein richtiger Spiegel. Und das Schlimmste dann war jede Stunde, also sozusagen Schlafentzug, war jede Stunde melden. Genau. Tagsüber, der kommt so rein, ich höre Schlüssel, schaut rein, macht wieder zu. Ich dachte, okay, er macht das nur tags. Auf einmal merke ich 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, jede Nacht. Und dann irgendwann wurde es mir zu blöd, ich drehe mich um mit Decke so. Er macht so auf, melden und ich nix. Und er nimmt dann, kommt rein, eine Taschenlampe, so eine richtig starke Taschenlampe, direkt ins Gesicht. Und ich musste mich jedes Mal umdrehen, in seine Richtung schauen, meinen Namen sagen und dann wieder. Und dann versuchst du einzuschlafen, kannst du, erstens Kälte, ich habe ganz einfach zu gezittert vor Kälte. Und jede Stunde kommt einer, weck dich. Und das über mehrere Tage. Ich muss jetzt eine Sache einwerfen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Community es hier oder schreibt. Selber schuld. Also das geht mir so durch den Kopf, also wenn es so um mich geht, so weißt du, so wenn ich, dann schreiben manchmal Leute so, ja jetzt jammerst du, warst du im Gefängnis, machst draußen einen auf Gangster, ja, oder jetzt in deinem Fall, ne, man richtet sich rein theoretisch gegen den deutschen Staat und so weiter und jetzt bin ich im Gefängnis und jammer. Weißt du, ich will überhaupt kein Mitleid, ich sag nur so, wie es damals war und eher als Abschreckung, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Also was auf einen zukommt, ja. Und natürlich waren da Sachen dabei, die in unserem Rechtsstaat nicht erlaubt sind. Das muss man auch sehen. Genau. Klar, man kann sagen, selber schuld, aber wir haben zum Beispiel auch keine Folter oder sonst irgendwas. Und diese Form von Schlafentzug ist schon, ist Folter, ist ja. Eigentlich eine Folter. Also ich sehe das auch so, ich sage ja immer wieder, der Staat und die Justiz darf sich nicht auf das Niveau von Kriminellen runterlassen. Und das ist eine Problematik, auf die mache ich immer auch aufmerksam, dass der Staat auch achten muss, dass sie immer noch die Guten bleiben, ja, und sich an die eigenen Gesetze halten. Also das mit dem Schlafentzug ist für mich auch, ich kenne das, das wird sonst eigentlich nur gemacht bei Selbstmordgefährdeten im Gefängnis. Also wenn jemand sagt im Gefängnis, er bringt sich selber um, dann hat die Justiz den Auftrag, diesen Menschen zu schützen, um das Leben zu retten, und die kontrollieren diesen Gefangenen dann in diesem gesicherten Haftraum jede Stunde. Das wird nur bei Selbstmordgefährdeten sonst gemacht. Und der Anwalt hat dann nachher so ein Papier gehabt, dass ich angeblich selbstmordgefährdet war. So, war ich aber nicht. Das haben die einfach so dann... Ja, gut, ist die Begründung dafür, ja. Die Begründung dafür, obwohl ich wurde nicht untersucht, es gab keine Anzeichen, ich habe mich nie dazu geäußert, gar nichts. Es ging nie um Selbstmord, weißt du? Okay. Aber das mussten die natürlich, um ihre Sachen dann sozusagen begründen zu können. So. Und wie gesagt, ich will kein Mitleid, ich sag nur so... So war es halt und war halt extrem. Ja, ist halt wichtig, dass du das sagst für Leute, die meinen, das ist alles so ein Ponyhof und das ist leicht, wenn man in dieser Situation ist. Ich kann die einigermaßen nachvollziehen, zwar nicht in der Intensität, aber Leute, wenn man erstmal da ist, dann schlägt die Realität aber hart zu. Ja. Ne? Und die, ich weiß nicht, wie es dein Gefühl war, ich finde, Minuten, Stunden und Tage werden sehr lang da. Ne? Also extrem lang, also ein Tag wie draußen, ein Monat, wenn nicht sogar... länger, du hast keine Ablenkung, du gehst auf und ab. Seitdem, in der Zeit habe ich dann auch angefangen, so Panikattacken zu bekommen und so in engen Räumen ein bisschen, weil 24 Stunden, ich weiß nicht, wie lange ich drin war, ich glaube, ich war 10 Tage oder sowas drin. Und also ich hatte Schlaf. Ich habe so halb gefährliches Halbwissen nur hier. Ja. In der Anstalt, in der ich war, da war das nicht länger als eine Woche erlaubt zum Beispiel. Ja, ja. Also ich glaube, eine Woche ist maximal und dann musst du schon einen Richter absegnen oder so. Ich habe gesagt 7 bis 10 Tage, wobei ich mich nicht mehr erinnere. Aber wie gesagt, irgendwann war so da. Ich hatte keine Selbstmordgedanken, so, das hätte ich niemals gemacht. Aber da war so ein Moment erreicht, wo ich mir gedacht habe, so. Ich wünsch mir tot zu sein. Oder tot wäre jetzt Erlösung. Weißt, tot wäre echt der Moment, tot wäre Erlösung. Weißt, kalt, kein Schlaf, psychischer Marsch,
Ungewissheit, du weißt nicht, wie lange du bleibst, du siehst keinen Kontakt, du kannst mit keinem reden. Es ist, kann man schwer in Worte beschreiben, es ist halt schon echt extrem brutal. Auf jeden Fall dann irgendwann dann kam mein Anwalt, dann gehe ich zu meinem Anwalt. Mein Anwalt hat mich nicht wiedererkannt. Der hat mich auf den ersten Blick nicht wiedererkannt. Ich habe dann auch kaum was gegessen, ziemlich schnell abgemagert. Meine Augen, mein ganzes Gesicht, wie du sagst, so, das kann so deformiert einfach, weißt du? Total blass, so halb tot irgendwie, weißt du? Und als er mich in dem Zustand gesehen hat, er sagte, ey, was soll das, was machen die da mit dir und so weiter, habe ich ihm das erzählt, ist er voll ausgeflippt, direkt Druck gemacht und am nächsten Tag sofort rausgekommen. Ja, wir haben gedacht, sie sind selbstmordgefährdet und bla bla bla. Und dann haben die so ein bisschen Angst bekommen, weil die gesehen haben, die haben übertrieben. Weißt, ich bin nicht mal 20 und was die gemacht haben. So. Und dann haben die mich in so eine gute Zelle, so wo relativ gut ist, bisschen so hoch, Ausblick. Aber ab und zu hast du ein paar, isoliert, ja. Ab und zu hast du so ein paar Flugzeuge gesehen, das war der Highlight des Tages. Wenn du aus dem Fenster ein paar Flugzeuge, das war immer so Highlight des Tages, wenn ich ein Flugzeug gesehen habe. Isoliert, genau. Und bei mir, weißt du, draußen, wo der Name steht, so, und bei mir so war alles strenge Isolationshaft. Einzelduschen, Einzelhofrunde, Einzel, kein Aufschluss, keine Teilnahme. Zum Beispiel bei den Türken, die durften Freitagsgebet und so. Keine Teilnahme, du Riesendings, so, weißt du. Ich durfte mit keinem reden. Manchmal habe ich versucht, mit Leuten zu reden, gleich der Wärter gekommen, noch einmal. Ja, durch die Tür, oder? Ja, und ich höre so draußen, die so, boah. Schau mal, was bei dem alles ist. Ja, wie so, kennst du so ein Gefängnis, so das Monster, so, ja, genau. So der Mann mit der eisernen Maske irgendwo vergraben, keiner hat den jemals gesehen. So. Und da auch noch eine lustige Sache, die ich im Gefängnis, die ich im Buch auch erwähnt habe. Ich bin total abgemagert gekommen in den Bunker. Und dann bringen die mich durch den Gang in eine normale Zelle und da war gerade Aufschluss und die spielen so Karten und so und da waren schon richtige so, oder mehr so richtige Kriminelle. Da waren echt keine kleinen Dinger, sondern schon Berufskriminelle, Leute mit 6, 7, 8 Jahren und so weiter. Und dann bringen die mich rein und ich mit 19 total blass abgemagert und dann so schau mich so ein paar an, so was will denn der Bubi hier, wen bringt ihr uns da und so. Und die wussten noch gar nichts von Al-Qaida und sowas, gell. Und ich nix, so voll kaputt, komm in Zelle. Und danach hören die, was da war. So. Und dann habe ich die monatelang nicht mehr gesehen, weil immer Aufschluss, wenn ich duschen gehe, weißt, wenn keiner da ist, keiner hat mich gesehen, vielleicht 4-5 Monate. Und ich in der Zeit Eiweißshake, diese Pulver bestellt, wieder zugenommen, jeden Tag Training, Liegestütze, bis ich ungefähr fast 100 Liegestütze auf einmal geschafft habe. Richtig trainiert, weil was anderes konnte ich nicht machen. Und dann gab es einen Moment, Aufschluss, die spielen Karten und ich werde zum Duschen gebracht. Irgendwie ging das nicht anders. Okay. Dann komme ich so raus und vorher ich so eingeschüchtert, die, ja, was will denn der Bruder, komme ich so raus, die haben dann gehört Al-Qaida und so, wie ich so lange Haare, Bart trainiert und so, komm so raus, alle gucken so, dann schauen die so an, spielen weiter Karten, so keiner hat mir dann getraut, weil ich gedacht habe, das ist so ein Hardcore-Terrorist und sowas, weißt du. Und nächstes dann duschen gegangen, wieder zurück und dann ab und zu bin ich Hofgang gegangen, aber ich habe ehrlich gesagt dann irgendwann noch keinen Bock auf Hofgang gehabt, weil ich wollte mich flüchten und ich habe mich in Bücher und Fernsehen geflüchtet, nur Filme, Bücher, Fernsehen und ich gehe Hofgang raus, fette Ratten laufen da überall rum, die schreien da und dann hat mich das wieder erinnert. Genau, das zieht runter, also... Irfan, sehr interessant, sehr intensive Schilderung, ist super interessant auch für mich, das so zu hören. Ich weiß nicht, Menti, was sagst du so dazu? Ja, das ist sehr interessant. Ja, ne? Also ich bin schon echt begeistert. Ja, also Irfan, wie gesagt, vielen Dank. Ja, was soll ich das sagen, wie immer unter dem Video, schaut mal rein bei kingunterdenkongs.de. Werdet Pate gerne vom Kanal, wenn wir weiter Interviews machen sollen, wenn wir was zusammen machen sollen. Geht nur mit eurer Unterstützung immer, geht mal auf den Verein rauf, Irfan und ich machen auch was. Zusammen, da werdet ihr auch noch informiert drüber, also schaut in die Videobeschreibung rein, vielen Dank für eure Unterstützung, wie immer, genau, Hashtag King unter den Kongs gerne unter dem Video und wie immer sage ich Ahoi von der Küste, Leute.